Ferienzeit und 25 Grad Celsius. Was nach Freibad klingt, sah für das U16-Team der Porsche Basketballakademie am vergangenen Mittwoch gänzlich anders aus. Die Jungs von Headcoach Ross Jorgensen besuchten den Stammsitz von Hauptförderer Ebner Stolz. Frank Strom, der im Unternehmen für die Partnerschaften verantwortlich ist, begrüßte die Mannschaft in Stuttgart herzlich, nahm sich viel Zeit, brachte das Unternehmen näher und beleuchtete die möglichen Berufszweige, welche im Unternehmen eingeschlagen werden können. Doch damit natürlich nicht genug. Im Anschluss ans Mittagessen nahmen sich Stroms Kolleginnen Mona Garbracht und Nancy San Jose viel Zeit, um das in zwei Teile aufgeteilte Team in eigens eingerichteten Escape Rooms zu fordern, den Teamgedanken zu fördern und so einen Teil der Einstimmung auf die nächste Playoff-Runde zu ermöglichen. In besagter Playoff-Runde trifft das Team ab Sonntag auf den FC Bayern Basketball. Die Münchner sind die letzte Hürde vor dem möglicherweise erneuten Erreichen des Top 4 und sollen schnellstmöglich aus dem Weg geräumt werden. Sollten die Spiele gegen die mit dem Heimvorteil ins Rennen gehenden Bayern ähnlich erfolgreich sein wie das Durchlaufen und Lösen der beiden Escape Rooms, dürfte der abermalige und erneute Einzug ins Top 4 nach Jena kein Problem werden.